Auf dem Acker. Der Podcast von Acker. Mit Judith Rakers. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind wir wieder mit Auf dem Acker, dem Podcast von Acker. Acker ist ein Sozialunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in die Gesellschaft zu bringen. Zum Beispiel mit Bildungsprogrammen, in denen Schul- und Kita-Kinder, aber auch Studierende oder ganze Nachbarschaften ihr eigenes Gemüse anbauen. Über Acker und die Programme werden wir in dieser Podcast-Staffel immer mal wieder etwas erfahren. Aber vor allem wollen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür begeistern, auf dem Acker, im Garten oder auf dem Balkon selbst die Hände in die Erde zu stecken. Ich tue das übrigens auch regelmäßig. Mein Name ist Judith Rakers. Ich bin Acker-Botschafterin und das Anbauen von Gemüse ist meine große Leidenschaft. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob der Gemüseanbau auch zu Ihren Leidenschaften gehört und ob Sie Ihr Gemüse vielleicht lieber im Winter als im Sommer anbaut, weil die kalte Jahreszeit eine ist, die Sie zu Höchstleistungen antreibt. Mein Gast im Podcast heute ist Miriam Neureuther. Hallo. Miriam, du darfst dich selbst vorstellen. Das ist eine Besonderheit dieses Podcasts, dass das unsere Gäste gerne selbst tun dürfen. Okay, also ich bin Miriam Neureuther, bin 34 Jahre alt, habe 3 kleine Kinder, wohne mit meinem Mann auf dem Land in Garmisch-Partenkirchen und liebe es, draußen im Garten in der Natur zu sein und auch mal die Hände in den Acker zu stecken und Gemüse selbst anzubauen. Das ist so lustig, dass du dich so vorstellst. Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen typisch Frau. Du stellst die Familie, ja, das Thema in den Vordergrund. Ich sag mal, wie man dich auch vorstellen könnte. Ja, man könnte auch sagen, du bist Spitzensportlerin, Biathletin, du bist Skilangläuferin, übrigens aus Norwegen, verheiratet mit Felix Neureuther und jetzt zweifache Weltmeisterin im Biathlon, 2010 eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen im Skilanglauf. Du hast 7 Siege und 3 Einzelsiege im Biathlon-Weltcup. Du bist Trägerin des Silbernen Lorbeerblattes, was übrigens die höchste verliehene sportliche Auszeichnung in Deutschland ist. Und du bist seit Ende 2019 nicht mehr im aktiven Leistungssport, hast dich zurückgezogen, machst jetzt andere tolle Sachen. Ja, und weil das eben auch schon 5 Jahre wieder her ist, dass ich aufgehört habe, fühlt sich das an, als ob das ein komplett anderes Leben gewesen ist. Ja, ich fühle mich einfach nicht mehr 100% als die Leistungssportlerin, sondern bin jetzt einfach wirklich Mama. Das finde ich so toll. Kannst du Dinge gut hinter dir lassen? Ja, sehr. Was vorbei ist, ist vorbei. Und ich bin wahnsinnig dankbar für die sportliche Zeit, die ich hatte. Das war mein größter Traum und Olympische Spiele erleben zu dürfen, sogar eine Medaille gewinnen zu dürfen, Weltmeisterin werden zu dürfen. Das war wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Traum von mir und dafür habe ich sehr hart gearbeitet und sehr viel getan, sehr viel zurückgesteckt. Und jetzt freue ich mich umso mehr darüber, dass ich einfach Mama sein darf, dass ich diesen sportlichen Ehrgeiz jetzt nicht mehr habe und ich gehe wahnsinnig gerne noch auf den Berg oder zum Laufen und sowas. Brauche ich auch sehr für meine Ausgeglichenheit. Aber da ist kein Ehrgeiz mehr dahinter, dass ich jetzt muss, sondern es ist ein Dürfen. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Wo hast du die Erinnerungen an die aktive Zeit im Leistungssport gespeichert? Im Herzen oder im Kopf? Im Herzen. Also auf jeden Fall im Herzen. Ich denke ganz selten drüber nach, wenn du das jetzt so sagst. Dann kommen natürlich so Bilder, die man dann gleich hat. Aber ach stimmt, ja. Ich habe ja auch mal, ach ja, wer jetzt, wo du sagst, hab ich ja auch bei den Olympischen Spielen teilgenommen. Ja, also sie laufen auch gerade, aber ich habe wirklich hier im Fernsehen übrigens, ja. Bis jetzt nicht drüber nachgedacht. Ja, es war ein ganz, ganz toller und wie gesagt wichtiger Teil meines Lebens und ich bin unglaublich dankbar, dass ich das alles so habe erleben dürfen. Ich weiß, es ist nicht selbstverständlich und deswegen ist das natürlich ganz arg im Herzen gespeichert und wie gesagt, wenn man dann drüber spricht, kommen Bilder und das ist wunderschön, aber jetzt habe ich eine andere wunderschöne Aufgabe und damit bin ich absolut happy. Du hast jetzt gerade gesagt, das läuft hier ja gerade. Ne? Ja. Also weil es läuft im Fernsehen. Ja. Wir stehen hier nämlich auf der Terrasse deines privaten Wohnhauses in Garmisch-Partenkirchen. Und neben der Terrasse ist das Wohnzimmer. Da ist ein Fernseher und dort läuft Olympia. Auf die Olympischen Spiele. Also wir sind ja wirklich so, wir versuchen unseren Kindern jetzt nicht so jeden Tag den Fernseher anzumachen. iPad haben wir gar keins. Telefon ist sowieso, finde ich, in dem Alter, gut, unsere sind 2, 4 und 6, da brauchen die auch noch kein Telefon, also sind die noch meilenweit davon entfernt, hoffentlich.
Aber jetzt bei den Olympischen Spielen sind wir tatsächlich so, dass wir den in der Früh anschalten und wow, es kommt Bogenschießen, wie cool. Schaue ich mir sonst überhaupt nicht an oder ja, alles einfach. Ich bin ja großer Fan von den Turnerinnen und Turnern. Das ist einfach so spannend und dann läuft dann tatsächlich auch der Fernseher, muss ich sagen. Das ist echt schön. Wie ist denn eine Norwegerin überhaupt nach Garmisch-Partenkirchen gekommen? Denn da befinden wir uns gerade. Durch meine Eltern tatsächlich. Die sind hierher gezogen nach Garmisch-Partenkirchen und dann war ich hier und bin noch hier geblieben. Bin aber auch, muss ich sagen, sehr, sehr gerne in Norwegen und ihr habt im Eingang die gepackten Taschen gesehen. Ich packe jetzt dann die Kinder und wir sind 5 Wochen in Norwegen oben und da zieht es mich schon sehr, sehr oft und viel hin. Mhm. Felix ist gerade bei den Olympischen Spielen, ja. Ne? Der ist gerade nicht da, aber du wohnst hier ja auch mit 3 Kindern, hast du ja gerade gesagt, 2, 4 und 6. Wo sind die jetzt? Die Große ist auf dem Kindergeburtstag und die 2 Kleinen sind bei einer Freundin. Die hat die nach dem Kindergarten schnell mitgenommen, hat ihm Pfannkuchen gemacht, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Wir jonglieren uns immer so ein bisschen die Kinder hin und her. Wenn sie arbeiten muss, nehme ich gerne mal ihre 2 mit. Und wenn jetzt sowas ist wie heute, dann nimmt sie die 2 Kleinen oder auch die Große, die wird auch alle 3 nehmen, aber die ist anderweitig versorgt und ja, so jonglieren wir immer so ein bisschen, wie wahrscheinlich jede Mama das kennt. Ja, großartig. Und Familie spielt eine große Rolle, das hat man, glaube ich, jetzt schon gehört in den ersten Minuten dieses Podcasts. Aber es spielt auch räumlich eine Rolle, denn dieser Garten, in dem wir jetzt stehen, also wir sind nur mit auf der Terrasse, den Garten, den werden wir gleich erkunden, aber nebenan wohnt dein Schwiegervater. Genau, ja. Der Christian Neureuther. Ja. Das heißt, ihr seid hier richtig Happy Family, alle zusammen, man hilft sich, also wie man sich das eigentlich wünscht. Ja, absolut. Wir haben ja leider die Rosi, meine Schwiegermama, verloren und das war für alle wirklich schlimm, aber ich glaube, es hat uns noch enger zusammengeschweißt und wir essen zum Beispiel meistens abends zusammen, wenn jetzt keiner irgendwie einen Termin hat, aber dann wird hier gekocht bei mir und alle kommen zusammen. Es kommt auch ganz oft Felix' Schwester mit ihrem Sohn, dem Oskar, vorbei. Du hast ihn ja gerade auch schon kennengelernt, er war bei uns am Hasenstall und wir haben gerade Hasenbabys. Die hat er natürlich besuchen müssen und ja, so geht das bei uns irgendwie ein und aus und das ist immer laut, lustig und bunt. Der Podcast hat für mich schon sensationell gut angefangen. Ich kam hierher, war nicht nur beeindruckt von dem wunderschönen Haus, weil um uns herum sind Berge, man schaut wirklich auf Wipfel, man sieht, wie die Wolken in den Bergwipfeln hängen. Ja. Es ist eine Naturoase, sondern hier stand dann auch noch gleich der Oskar mit einem 3 Wochen alten grauen Hasenbaby in der Hand. Sehr süß. Ich auf den Arm nehmen durfte, ich war sofort im 7. Himmel. So, dass es hier eine große Tieraffinität gibt, das haben wir jetzt gelernt. Gerade kam auch euer Labrador schon angelaufen, der sich in der Nachbarschaft verlustiert hatte. Ja. Sich einmal durch alle Häuser gefressen wahrscheinlich. Absolut, ne? Das macht sie gern. Und jetzt ist er wieder da. Also Tiere sind ein großes Thema, Familie ist ein großes Thema bei euch. Wie sieht es denn mit Gemüse aus? Ist auch ein großes Thema. Ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass die Kinder viel Gemüse essen. Ich hatte anfangs so Kinder, die nicht gern gekochtes Gemüse gegessen hatten, sondern eigentlich nur roh. Und ich muss sagen, unsere Kleinste, die ist ein totaler Gurkenjunkie. Also die, glaube ich, isst am Tag 2 Gurken. Keine Ahnung, was da irgendwie drinnen ist, was ihr so gut schmeckt. Aber die gehen bei uns wahnsinnig gut. Das ist auch das, was wir hier hinten noch angebaut haben, weil sie das unbedingt wollte. Und ansonsten essen sie roh tatsächlich eigentlich alles an Gemüse. Also was man roh essen kann, von Kohlrabi über Tomaten und Paprika und was auch immer. Das mögen sie richtig gern. Gekocht war es echt ein bisschen schwierig. Wir haben dann aber immer eine Tomatensauce selber gekocht und da haben wir alles an Gemüse reingeschmissen, was wir so hatten. Und haben sie mitbekommen, haben sie dann auch immer püriert. Und mittlerweile muss ich es nicht mal mehr pürieren, weil sie es essen. Also man macht Fortschritte. Ich glaube, man muss es ihnen wirklich nur oft genug anbieten. Sie auch mitnehmen, das selber kochen und schneiden und machen lassen. Dann schmeckt es ihnen auch irgendwann. Mhm. Du bist Ernährungsexpertin auch, ja, jetzt in deinem 2. Leben, nach der Profisportkarriere. Und darüber reden wir auch nachher noch im 3. Teil des Podcasts, weil ich glaube, dass du ganz viele Tipps hast, auch für Mütter, was das Thema gesunde Ernährung angeht. Aber jetzt, jetzt gucken wir uns erstmal deinen Garten im Hinblick auf das Thema Gemüse an. Ich sehe hier nämlich schon von Weitem 2 Beete. Eins ist offensichtlich ein Kräuterbeet. Wollen wir da zuerst hingehen? Ja, können wir machen. Oh, und da ist auch eine Erdbeere. Ja, genau. Also 2 Erdbeerpflanzen hast du. Die hat sich unsere Große dieses Jahr ausgesucht im Frühjahr. Die wollte sie da unbedingt hinpflanzen. Das war letztes Jahr hier noch ein Gemüsebeet, muss ich sagen, mit Radieschen und rote Beete und allen möglichen Sachen drinnen. Aber unser Salat hatten wir, Rucola,
normalen Salat. Er wurde tatsächlich, oder es wurde eigentlich alles von den Schnecken gefressen und ich wollte halt kein Schneckenkorn oder sowas verwenden und dachte mir dann, okay, ihr lieben Schnecken, futtert euch durch, ist okay. Aber für uns ist nichts übrig geblieben. Und deswegen dachte ich mir dieses Jahr, okay, es wären einfach nur Kräuter. Deswegen ist da hier alles von Zitronenmelisse über Schnittlauch, Thymian, ganz viel Salbei, der ist wirklich explodiert. Der Salbei sieht modelmäßig aus, muss man wirklich sagen. Und er blüht auch ganz wunderbar. Ja. Total schön ist das ja. Und du hast, da bin ich ein bisschen neidisch, du hast einen riesigen Rosmarinbusch. Ja. Ja. Ich habe bisher schon so oft versucht, Rosmarin aus Samen zu ziehen. Ja. Ich habe irgendwie kein Glück. Ehrlich? Doch, bin kurz davor, mir so einen Topf im Supermarkt zu kaufen und den einzupflanzen. Nee, gib nicht auf. Der ist da seit 2 Jahren drinnen und der ist jetzt, schaut jetzt so aus. Und hast du den wirklich aus Samen gezogen? Ja, der war ganz klein. Und im ersten Jahr dachte ich auch, oh Gott, ich tue ihn raus. Und vor allem nach dem Winter sah er katastrophal aus. Also jetzt auch im Frühjahr. Und jetzt ist er auf einmal so explodiert. Also ich finde es selber Wahnsinn. Ach, eine riesen Pflanze. Also ich würde mal sagen, die ist für unsere Hörerinnen und Hörer im Podcast, die hat mindestens 1 Meter Durchmesser. Ja, der ist riesig geworden, gell? Ja, und er ist sicherlich auch so 80 Zentimeter hoch. Ja. Und er riecht lecker. Ich bin wirklich positiv neidisch. Ja, ich mag ihn auch wirklich gern. Und dann das Einzige, was so ein bisschen, was ich glaube, ich wieder rausmachen muss, ist der Pfefferminz, weil der explodiert hier auch. Also der überwuchert alles. Ja, Pfefferminze ist leider sehr invasiv. Da muss man so eine Wurzelsperre einbauen. Sonst hast du den nämlich überall im Beet und der vertreibt auch die anderen Sachen. Genau. Mein Liebstöckel hat er gekillt. Ich hatte wirklich, man sieht es auch gar nicht mehr, ich hatte in der Mitte wirklich einen ganz tollen Liebstöckel auch. Den hat der Pfefferminz überwuchert. Und dein Salbei ist ja nochmal fast 3-mal so groß wie der Rosmarinbusch. Ja, ne? Und auch wirklich, der ist jetzt im Frühjahr, ich hatte den so zurückgeschnitten und da war fast nichts mehr übrig im Herbst letztes Jahr. Und jetzt ist der wieder so explodiert. Also irgendwie, glaube ich, hat der viele Regen hier, hat dem Salbei und Rosmarin hat der wahnsinnig gut getan. Ja, ist auch ein sehr sonniges Beet. Ne? Es ist so angelegt, glaube ich, dass es, also wenn ich mir das so angucke, du hast wie hier die Nachbarbebauung ist, den ganzen Tag, ne? Ja. Volle Sonne. Das ist natürlich super für diese mediterranen Pflanzen. Ne? Ja. Was machst du mit den Salbeiblättern? Ich mag es total gern zum Rinderfilet, einfach so angebraten in Butter. Oder Salbeinudeln mögen meine Kinder auch total gern. Das ist irgendwie so ein Essen, das einfach immer geht. Oder trocknen, Tee machen, frischen Tee machen. Wenn jemand krank ist, die Kinder gehen schon automatisch, wenn sie sich nicht ganz gut fühlen und holen sich ein Salbei oder und machen dann ihren Tee mit Honig, halt sowas. Ja, die beste Hausapotheke, ne? Total, also ich mag wirklich Salbei, finde ich wirklich super. Und jetzt haben wir vor ein paar Tagen tatsächlich festgestellt, dass die Hasen den auch wahnsinnig gern futtern. Und jetzt schneide ich denen halt auch immer ein bisschen was ab. So viel braucht da kein Mensch. Nee, das stimmt. Also da kannst du wirklich also ganze Horden mit verwöhnen mit diesem Salbei hier. Gib uns mal ein schönes Rezept für Nudeln mit Salbei-Butter. Das ist nämlich so einfach. Ja, ne? Total einfach. Ich brate den Salbei in der Pfanne mit Butter an, dann tue ich den raus und dann brate ich noch so ein bisschen Knoblauch und Tomate an und frische Pasta drüber mit ein bisschen Pastawasser noch, ganz viel Parmesan und dann einfach nur diesen knusprig gebratenen Salbei drüber und unterheben und das schmeckt bei uns eigentlich allen ganz gut. Oh, lecker. Ich habe das bisher auch so ähnlich gemacht, aber ohne die Tomaten. Das probiere ich jetzt aus. Ja, ich finde, es gibt dem Ganzen noch so ein bisschen eine Frische. Ja, das hört sich toll an. Und meine Hände riechen jetzt lecker. Und zwar nach einer Mischung aus Zitronenmelisse, weil ich alles angefasst habe, Salbei und Pfefferminze. Ein Traum. Ja. Und jetzt gehen wir so ein paar Meter in Richtung Mauer. Und an der Mauer hast du ein relativ schmales Hochbeet gebaut. Ja, weil ich dachte mir, da kommen vielleicht dann keine Schnecken hin. Hab mich geirrt, es kommen trotzdem Schnecken hin. Du siehst es hier. Die Zucchini-Pflanze hat es ein bisschen erwischt hier an der Seite. Aber man muss sagen, gell, die Zucchinis kommen trotzdem, wachsen sich hier so ein bisschen durch. Die Gurken kommen ganz gut. Also da ist zum Beispiel so eine Riesengurke. Da ist eine Schlangengurke und vor allen Dingen sind hier im Beet ganz viele Tomaten. Ja, irre, oder? Wie viele Tomaten? Ganz wie viele toll. Tomaten. Ja. Und du hast sie unter freiem Himmel? Ja, die stehen hier die ganze Zeit so ungeschützt und sie wachsen wirklich. Schau dir das mal an. Das ist irre. Das ist toll, weil oft kriegen die ja, wenn die unter freiem Himmel sind und im Regen ausgesetzt sind, kriegen die ja Braunfäule, ne? Genau. Und Krautfäule. Ja. Sind sie im ersten Jahr hier oder hast du das schon ausprobiert, so unter freiem Himmel? Nee, das ist das Himmel? Erste Jahr tatsächlich. Ich habe das Beet auch, ich wollte eigentlich ganz was anderes hier haben, so mit Metall und hoch und schön. Und dann hatte mein Schwiegerpapa aber das so drüben stehen, also das obere Beet. Und dann haben wir noch die Stempen drunter gebaut und irgendwie, finde ich, passt es eigentlich viel schöner hin, als jetzt irgendwie was mit Metall zu bauen. Sieht super schön, es ist so Altholz, ne? Sieht so richtig so schön do-it-yourself aus. Ja. Ich muss ein bisschen lachen, dass du dachtest, dass die Schnecken da nicht hochkommen.
weil die kommen überall hoch. Die kommen überall hoch. Diese blöden Schnecken. Es ist aber auch es ist wirklich ein ganz schlimmes Schneckenjahr dieses Jahr, weil es so ein feuchtes Jahr ist. Ja, überall. Es ist jeder, also ich habe ja auch viel Feedback von Gärtnerinnen und Gärtnern aus ganz Deutschland über meine Social Media Kanäle. Egal wo, alle beschweren sich, dass die Schnecken ihnen alles wegfressen. Ja. Ich hatte selber vorgezogene Paprikapflanzen, die waren schon so 25 Zentimeter hoch. Da habe ich sie erst ins Beet gesetzt. Ja. Nach einer Woche, sie hatten sich einfach als weggebeamt, pulverisiert. Ja. Sie waren nicht mehr da. Ja. Mein Rucola, letztes Jahr, ich hatte wirklich so einen wunderschönen Rucola. Du, 3 Tage später war der weg. Die haben es einfach aufgefressen. Ja. Nee, aber gut, ich bin jetzt auch niemand, der die irgendwie, es gibt ja viele, die schnipsen dann da einmal durch oder sind nicht ganz so nett mit den Schnecken. Und das kann ich jetzt halt auch nicht. Ich lasse sie dann halt gewähren. Ich bin da, glaube ich, zu soft. Ich könnte jetzt da keiner Schnecke was antun. Ich finde es auch schwierig. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Die einen sagen durchschneiden, ne? Die anderen schmeißen sie in kochendes Wasser. Ja, aber das finde ich aber auch. Oder mit Salz oder so. Mit Salz drüber finde ich aber noch schlimmer. Schneckenkorn geht natürlich auch. Ja, aber das ist alles irgendwie so gemein. Das ist alles gemein. Wenn du sie wegbringst, dann hast du auch ein Problem, dann zerstörst du möglicherweise das dortige Biosystem, wenn du da deine ganzen Tausenden von Schnecken hinbringst. Das Problem ist nur, wenn man gar nichts macht, die vermehren sich so rasant und die vervielfachen und vermillionenfachen sich in kurzer Zeit, dass man eigentlich nur sagen kann, man holt sich, also finde ich, entweder natürliche Feinde in den Garten, wie diese Tigerschnegel, das sind ja diese Schnecken mit Punkten oder Streifen, das sind nämlich die Guten. Ja. Ne? Und auch die mit Haus sind die Guten, denen sollte man bitte nichts zuleide tun. Oder man setzt auf Laufenten. Echt? Ja. Enten, ne? Die könnten hier noch in unseren Garten passen. Deswegen sage ich es, ich finde auch. Ich glaube, dann kriegt mein Mann einen Follower, wenn ich jetzt noch Enten anschleppe. Aber tatsächlich haben wir ein paar von diesen Tigerschnecken und unsere Tochter sammelt Schnecken, aber die mit Haus. Mhm. Und die setzt sie dann auch immer wunderbar hier im Garten aus. Und da haben wir hier ein paar, die hoffentlich ganz viele von den Nacktschnecken auffuttern. Das Problem bei diesen Tigerschnägeln ist, die fressen zwar die Eier der anderen Nacktschnecken und selber fressen sie vor allen Dingen totes Pflanzenmaterial. Deswegen sind sie nicht so gefährlich für das Gemüse. Ja. Aber sie vermehren sich nicht so rasant. Ja. Die anderen Schnecken ohne Punkte und Streifen, die vermehren sich viel schneller, viel schneller. Und deswegen ist es echt ein Problem dieses Jahr. Aber ich habe noch einen Tipp, den könntest du einsetzen, ohne dir Laufenten zu holen und ohne ihnen was zuleide zu tun. Ein Schneckenzaun. Okay. Und zwar ist das einfach nur ein mechanisches Hindernis, sagt man das so. Also es ist wie so eine Metallleiste, so 15 Zentimeter hoch. So ein blechernes, so wie so ein Blech, so ein labbriges aus Metall. Und dann hat das oben, ist das wie eine Eins, so abgeknickt. Und dann unten nochmal so ein bisschen abgeknickt, dass nochmal ein zusätzlicher kleiner Winkel entsteht. Ja, dass sie da und nicht da drücken. Kommen die nicht drüber, weil die müssten sich so auf den Rücken legen und drüber schleimen. Also sie schaffen können es eigentlich, nicht. Die können sich nicht so verrenken. Und dann kommen sie halt gar nicht erst ins Beet. Das würde hier bei deinem Hochbeet, weil das so eine schöne glatte Fläche ist, würde richtig wunderbar machen, funktionieren. Ja, nur dann darfst du deine Tomaten nicht mehr auf den Boden ranken lassen, weil sonst nehmen sonst sie das als sie Leiter da. Ja, und weiß. Sind sie wieder im Beet. Ich glaube, das machen sie eh. Aber ich muss das nächstes Jahr hier auch noch. Es war so ein Versuch jetzt, ob es überhaupt was wird. Ich dachte ehrlich gesagt auch nicht, dass an dem Standort wegen dem Regen und so, und es ist ja doch ein bisschen schattiger, dass das überhaupt was wird. Aber guter Tomatenplatz. Ich finde es super. Ich bin ganz begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass Tomaten so gut wachsen, wenn sie dem Regen so ausgesetzt sind. Also ich bin auch schon mal das und die schauen wirklich toll aus. Ich meine, sie sind noch grün, aber Ich rufe dich aber nochmal an, so im September, ob sie wirklich sie noch was hast geworden oder ob sind. Sie dann Braunfäule bekommen haben. Das ist nämlich so meine Befürchtung, dass das nicht so lange hält wie in Gärten, wo sie unterm Dachüberstand sind. Da kannst du ja bis November ernten. Ich habe sogar im Dezember teilweise noch geerntet. Ich brauche ein Dach, ich sehe schon. Aber versuch's doch mal und dann sagst du uns Bescheid in der AK-Community, ob das geklappt hat. Dann wissen wir, dass es zumindest in Süddeutschland funktioniert, ohne Dach. Der südliche Flair. Bist du denn beim Gärtnern, also bei all den Dingen, die du jetzt anpackst, genauso ehrgeizig wie damals im Sport? Nein, überhaupt nicht. Also ich würde sagen, ich habe einen wahnsinnig großen Ordnungstick und ich liebe es, alles ordentlich zu haben, das schon. Das ist aber auch Höchstleistung mit 3 kleinen Kindern, finde ich, weil die machen einfach Chaos. Das ist ja völlig normal und sollen sie ja auch. Das ist so mein Leistungssport, ihnen hinterherzuräumen. Aber jetzt im Garten oder so bin ich überhaupt nicht ehrgeizig. Also dieser Ehrgeiz ist Gott sei Dank zu 1000% verschwunden. Hat sich absolut, der ist weg. Musste nicht kanalisiert werden, ist einfach verpufft. Ja, ist einfach, der hatte mit dem Sport zu tun, aber ist jetzt weg. Ist das bei deinem Mann genauso? Ja.
Ehrlich? Ja, wobei ich muss sagen, also im Golf nicht. Er wäre gerne ein kleiner Golfprofi. Also er liebt das Golfen. Das ist so sein Sport mittlerweile. Und da ist er schon sehr ehrgeizig. Aber ansonsten hat der auch keinerlei sportlichen Ehrgeiz mehr. Also das klingt jetzt so, als ob wir keinen Sport machen. Wir machen viel Sport und sind viel draußen. Aber keiner von uns muss jetzt irgendwo an Wettkämpfen teilnehmen und da was gewinnen. Das Kompetitive ist raus. Ne? Genau, dass man sich messen will und muss mit anderen. Ne? Ja. Ja, es ist ja auch schön, wenn man das hinter sich lassen kann, wenn man so viel erreicht hat. Ne? Ich finde auch, Es war einfach die Zeit dafür da und die war wunderschön und jetzt ist eben eine andere Zeit und die ist aber auch wunderschön. Mhm. Das heißt, du hast jetzt nicht den Ehrgeiz, komplette Selbstversorgerin zu sein und deine ganze Familie nur mit Dingen aus deinem Garten versorgen zu wollen? Nee, den habe ich tatsächlich nicht. Nee. Wo wir kaufst du dein Gemüse? Ich wollte gerade sagen, wir haben einen super Gemüsehändler hier in Garmisch. Der Dimitri, er ist ein Grieche, der hat wirklich ganz tolle Sachen, auch alles biologisch und so. Und da kaufe ich wahnsinnig gerne ein. Schmeckt auch wirklich gut. Kommen da auch mal exotische Dinge auf den Tisch und in die Kiste oder eher regional? Also ich bin schon so, dass ich versuche, so viel wie möglich regional und vor allem auch saisonal zu kaufen. Also keine Himbeeren im Winter. Ich finde, die schmecken auch nicht. Aber wenn jetzt die Kinder zum Beispiel sich eine Mango wünschen, dann kaufe ich die auch mal. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich versuche, wie gesagt, so viel wie möglich regional und saisonal zu kaufen. Und da hat er auch ganz, ganz tolle Sachen. Aber er hat eben auch eine Ecke, wo so Übersee-Südfrüchte, Ananas und Mango und sowas alles sind. Und unsere Kinder lieben wirklich Mango. Und die kaufe ich dann schon hin und wieder mal. Ich kaufe die jetzt nicht jeden Tag und nicht jede Woche. Und er hat jetzt zum Beispiel auch gar keine da, weil keine Mangosaison ist. Das finde ich auch gut. Aber wenn die Mangosaison wieder gestartet hat, dann gebe ich ganz ehrlich zu, kaufe ich sie auch mal, weil sie wirklich gut schmeckt. Ja, man muss da ja auch nicht dogmatisch sein, ne? Nee, ich finde, wir achten sehr, sehr viel drauf, aber wenn sie sich dann wirklich eine Mango wünschen, dann kaufe ich auch echt lieber eine Mango als eine Tafel Schokolade, muss ich sagen, weil sie sich beim Einkaufen immer was aussuchen dürfen. Und dann ist das für mich auch absolut in Ordnung, wenn die Mango dann mal von irgendwo anders kommt. Aber kriegen Sie denn mit, die Kinder, was saisonal verfügbar ist, hier auch durch diesen Garten? Also sprecht ihr darüber? Guck mal, das ist jetzt ein Gemüse, das ist typisch für den Sommer. Die Mango, die kommt von weit her, die kann hier nicht wachsen. Also ist das ein Thema bei euch? Doch, auf jeden Fall. Also ich versuche schon, oder wir versuchen schon, ihnen das auch nahezulegen und beizubringen, dass es jetzt nicht... Eben, wie gesagt, mit der Mango, wenn ich die kaufe, sage ich, okay, ich kaufe die jetzt und dann kaufe ich vielleicht nächste Woche wieder eine. Aber ich mag das jetzt nicht jeden Tag haben, weil es eben nicht von hier kommt. Es hat einen wahnsinnig weiten Weg und das ist für die Umwelt nicht gut. So versuche ich es ihnen halt schon zu erklären. Ich glaube, die Große versteht das auch, die zwei Kleinen nicht. Ja, die sind ja auch erst 2 und 4, glaube ich. Ne? Also da ist noch nicht so viel Verständnis dafür da. Welche Rolle haben denn Gemüse und gesunde Ernährung in deiner Kindheit in Norwegen gespielt? Hattet ihr auch einen Garten? Ja, also das war immer die Mama, die hat immer wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, dass bei uns frisch gekocht wird. Die war in der Arbeit am Vormittag und hatte schon vorgekocht, dass das Essen sich dann im Ofen selber aufgewärmt hat, bis wir von der Schule zu Hause waren, war die Mama dann auch wieder da. Also das war ihr schon wichtig. Vor allem, wir haben ja auch immer, meine Schwester hat auch Sport gemacht und mussten ja dann spätestens um 2 wieder irgendwo beim Training sein. Und wenn du um 1 aus der Schule kommst und um 2 wieder beim Training sein musst, hast du ja wirklich nicht viel Zeit für Essen und Umziehen und so. Und da war der Mama das schon immer sehr, sehr wichtig, dass wir was Gescheites irgendwie mitbekommen. Und auch die Brotzeit war immer, ich weiß, meine Brotzeit in der Schule war immer sehr beliebt. Ich habe immer mit meinen ganzen Nachbarinnen geteilt, weil die Mama immer Salat drauf hat und Tomaten und Gurken und keine Ahnung was und so richtige Sandwiches gemacht hat. Und das kam immer sehr gut an. Also wurde es dir schon so ein bisschen in die Wiege auch gelegt? Ja, absolut doch. Brot selber gebacken hat die Mama viel und ja, so Sachen halt. Und welche Rolle hat Ernährung in deiner aktiven Zeit als Sportlerin gespielt? Also ich würde sagen, ich bin da so reingewachsen. Anfang hat sie keine große Rolle für mich gespielt, weil ich mir wenig Gedanken gemacht habe. Und dann wurde es natürlich immer mehr. Umso besser man wird, umso mehr Input bekommt man, umso mehr sagen einem Ärzte, Physios, Trainer, du pass mal auf, vielleicht lieber nicht die Pizza vor dem Wettkampf, also am Abend davor, sondern isst lieber Reis und Kartoffeln und die guten Kohlenhydrate, vielleicht auch Proteine dazu und Gemüse und sowas und lass die fettige Pizza weg. Da habe ich mich anfangs schon ein bisschen schwer damit getan, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich so ein Mensch bin, der gerne Kohlenhydrate isst. Also gerade auch so Pizza und sowas, das liebe ich sehr. Und wenn wir dann in Amerika waren und da gab es eine gute Pizza, dann habe ich die halt einfach gern gegessen und nicht den Reis oder Kartoffeln.
Aber man verändert sich ja und man wächst da so rein. Und umso mehr man hört und liest und sieht, umso mehr weiß man dann ja auch. Und dann hatte ich so ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte, das war 2011, da ist mir mein Darm geplatzt, weil die Darmzotten so entzündet waren durch eine Zöliakie oder eine starke Glutenunverträglichkeit. Also der Arzt meint, es ist eine Zöliakie. Ich sage, es ist eine starke Unverträglichkeit, weil es gibt mir so ein bisschen den Spielraum, dass ich dann doch mal ganz normale Sachen auch esse. Mhm. Aber als Sportlerin habe ich dann wirklich versucht, das so ein bisschen zu vermeiden, auch gerade so vor den Wettkämpfen, dass ich da dann wirklich drauf geachtet habe. Und das habe ich schon gemerkt, dass es mir körperlich deutlich besser gegangen ist, muss ich schon gestehen. Über den Einfluss auf gesunde Ernährung auf den Körper und deine Tipps dazu reden wir gleich noch im Podcast. Das war schon mal ein kleines Teasing auf das, was noch passiert. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einer ganz beliebten Rubrik bei uns. Ja. Und zwar zur Gemüsekunde. Und bevor wir mit der starten, wüsste ich gerne von dir, ob du schon mal Mangold und Rüben angebaut hast, also zum Beispiel Rote Beete. Also Mangold habe ich noch nicht angebaut, aber Rote Beete hatte ich eben letztes Jahr angebaut und die wurde komplett von den Schnecken gefressen. Da haben wir sie wieder, die Schnecken. Ja. Warum sich ein zweiter Versuch mit den Roten Beeten doch lohnen könnte, erfahren wir jetzt in unserer Rubrik Gemüsekunde vom Biologen, Landwirtschaftsexperten und Kulturpflanzenforscher Dr. Thomas Gladis. Der steht Acker seit dem ersten Spatenstich mit seiner Gemüseexpertise zur Seite und beantwortet auch in dieser Folge wieder die neugierigen Fragen von Enna. Bühne frei für Dr. T, Enna, Mangold und die Rüben. Gemüsekunde mit Dr. T. Hallo Thomas. Heute geht es um Rüben und Mangold. Wusstet ihr, dass Rüben und Mangold wissenschaftlich betrachtet ein und dieselbe Art sind? Beta vulgaris, Linné, gehört neuerdings zur großen Familie der Fuchsschwanzgewächse. Früher zu den Gänsefußgewächsen. Ich wusste gar nicht, dass die verwandt sind. Und was für Rüben gibt es eigentlich? Zu den sogenannten Dickrüben zählen nicht nur die Zucker- und die Futter- oder Runkelrüben. Auch rote, gelbe, weiße und geringelte Beete gehören dazu. Schau an, Beete gibt es also nicht nur in Rot. Beim Mangold unterscheidet man Blatt- und Stielmangold. Bei letzterem sind die Blattstiele auffällig verdickt und leuchten oft in allen Farben des Regenbogens. Allen gemeinsam ist ihr glänzendes Laub und die mehr oder weniger stark verdickte Rübenwurzel bzw. ein stark verdicktes, Achtung Fachwort, Hypokotyl. Das ist der Übergang von der Wurzel zum beblätterten Spross. Wann sehe ich sie am besten aus, um viele bunte und vor allem dicke Rüben ernten zu können? Beide, Rüben und Mangold, könnt ihr schon ab Februar im Gewächshaus anziehen oder von Mai bis Juni direkt ins Freiland säen. Jungpflanzen dürfen frühestens im April an die frische Luft. In den nächsten Wochen heißt es dann fleißig hacken, welkes Laub entfernen und Geduld haben. Die Pflanzen entwickeln sich nämlich recht langsam. Umso schöner, wenn dann endlich geerntet werden kann. Hast du noch einen Geheimtipp für den Mangold? Erntet die Blätter zusammen mit dem verdickten Stiel von außen nach innen. Einfach bis zum Blattansatz sauber von der Sprossachse abbrechen und darauf achten, das Herz der Pflanze dabei nicht zu verletzen. Dann wachsen die Blätter schnell wieder nach und ihr könnt ruckzuck noch mehr prächtigen Mangold ernten. Noch mehr Mangold? Das gefällt mir. Bei den Rüben zieht ihr immer die größten vorsichtig aus dem Boden, wenn sie mindestens etwa Tischtennisball groß sind. Dann wachsen die verbleibenden bis zur nächsten Ernte bzw. bis in den Spätherbst weiter. Und in der Küche? Da könnt ihr die Blattstiele vom Mangold wie Spargel zubereiten und die Blätter wie Spinat. Apropos Rüben. Am erdigen Geschmack von den roten und bunten Beeten scheiden sich die Geister. Wer sie mag, dem schmecken die Rüben gekocht und auch fein geraspelt als Rohkost. Neuerdings gibt es sie sogar gedörrt als bunte Chips. Als Chips kann ich mir die Beete schon sehr gut vorstellen. Sonst schmeckt sie mir manchmal zu doll nach Erde. Deutlich milder schmecken die ganz jungen Pflanzen als Salat und sind trotzdem genauso gesund wie die alten. Danke für den Tipp. Jetzt nochmal etwas ganz anderes. In Rüben steckt doch auch Zucker, oder? Der in den Rüben enthaltene Zucker ist chemisch mit dem Rohrzucker identisch, der aus den Halmen des Zuckerrohrs gewonnen wird. Als erste bemerkt hat das der Berliner Apotheker und Chemiker Andreas Sigismund Markgraf, schon Mitte des 18. Jahrhunderts. Heute werden knapp 40% des weltweit produzierten Zuckers aus Rüben hergestellt. Eine letzte Frage habe ich aber noch. Woher kommt eigentlich der Ausdruck, hier sieht's ja aus wie Kraut und Rüben? Früh erkannt hat man die gute Nachbarschaft von Rüben oder Mangold und Kohl, also Kraut. Daher werden die beiden Arten im Gemüsegarten gern miteinander kombiniert, in Mischkultur angebaut.
Wenn mir jemand sagt, dass es bei mir zu Hause aussieht wie Kraut und Rüben, nehme ich das persönlich. Als Kompliment. Danke, lieber Thomas. Das merke ich mir für mein Kinderzimmer. Das ist ab jetzt auch eine Mischkultur. Hast du was gelernt? Ja, absolut. Lass schon. Die Mischkultur fand ich jetzt echt sehr hilfreich. Im Kinderzimmer, ja. War was Überraschendes dabei für dich? Nee, eigentlich. Ach doch, was ich mir gedacht habe, den Stiel vom Mangold habe ich bis jetzt immer weggetan, weil der mir zu hart war und keinem so wirklich geschmeckt hat. Mhm. Aber es ist ein guter Tipp, den wie Spargel zu bereiten. Ja, das werde ich probieren. Ich schneide den immer klein und packe den in die Pfanne. Das hat so was Schönes bissfest. Ist auch lecker. Ja, genau. Knoblauch. Nur bei uns ist es irgendwie so ein bisschen, also die Blätter werden dann zu weich und der Stiel ist noch zu hart. Und deswegen habe ich den oft weggeschnitten, weil den keiner mochte dann. Ja, ich mache das immer so, ich schneide den Stiel raus. Ne? Ah, und du machst das separat? Schneide ich den in kleine Stücke, dann gebe ich den in die Pfanne mit Öl und Knoblauch, bisschen Zwiebeln vielleicht. Und dann bleibt der da so 2 Minuten drin, alleine. Ja. Und dann tue ich erst die Blätter dazu, weil die ja so schnell verfallen wie Spinat. Ja. Ne? Und dann ist das eigentlich ganz schön, weil der Stiel sowas Bissfestes reinbringt. Kannst du nochmal drüber Dass ich mal einen Kochtipp geben würde, wo ich doch vor 6 Jahren nur Ravioli-Dosen geöffnet habe, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, Menschen entwickeln sich. Man entwickelt sich einfach weiter. Man entwickelt sich, genau, und macht plötzlich was ganz anderes als vorher. Ne? Genauso wie bei dir. Ja. Ich habe auch noch einen Tipp für rote Beete. Mhm. Weil es ja gerade so hieß, wenn uns jemand jetzt zuhört und sagt, ja genau, rote Beete schmeckt nicht, weil die ist ja so erdig. Ja. Mein Tipp ist gelbe Beete oder geringelte Beete. Ja. Die ist erstmal lustig, weil sie aussieht wie ein Lutscher. Ja. Und die sind nicht so erdig. Ja. Die sind irgendwie süßer und die bluten auch nicht so aus. Es ist nicht so eine Sauerei, die zuzubereiten. Stimmt, hast du recht. Aber ich mag tatsächlich rote Beete sehr, sehr gerne. Und bei uns gibt es ganz oft einen rote Beete-Salat mit Avocado und Burrata-Käse und dann eben Olivenöl, Salz, bisschen Senfdressing und Balsamico-Crema so drüber. Und den essen sogar die Kinder gern. Der schmeckt wirklich lecker. Weil diese vakuumierte, vorgekochte rote Beete ja dann doch auch ein bisschen süßlich ist, mögen die sehr gern. Oh, wenn du übers Essen sprichst, aber es bin auch schlimm, wirklich. Wenn jemand übers Essen spricht, kriege ich sowieso immer Hunger. Aber wenn du drüber sprichst, komme ich richtig Appetit, weil das hört sich, ich habe es vor meinem Auge, wie es aussieht. Ich auch gerade. Ich überlege gerade, was ich heute Abend mache. Und das passt perfekt, denn wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Nachgehakt. Und in dieser Rubrik des Podcasts wollen wir über die Themen sprechen, die unseren Gästen am Herzen liegen. Und das ist bei dir ein Thema, das auch uns am Herzen liegt, nämlich gesunde Ernährung. Stimmt es, dass du ein Studium im Bereich Ernährung und Heilpflanzenkunde abgeschlossen hast? Ja, weil mich das dann eben selber so interessiert hat, nachdem mit meinem Darm da diese Probleme gekommen sind. Und irgendwie, ja, unser Physio war da sehr engagiert in dem ganzen Thema. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach, ich mache jetzt einfach ein Studium dazu und habe ein Fernstudium gefunden, weil es mir jetzt nicht möglich war, eine ganz normale Uni zu marschieren. Genau, und dann habe ich da das studiert und fand das sehr, sehr spannend und helf auch mal immer mal wieder dem einen oder anderen, der mich jetzt fragt, ob ich vielleicht ein paar Tipps habe oder irgendwie sowas. Aber ich arbeite nicht in dem Beruf. War das nach der Profikarriere oder schon währenddessen? Das war am Ende davon, ja. Mhm. Ja. Aber Ernährung, haben wir ja auch gerade schon drüber gesprochen, war natürlich auch ein großer Punkt in deiner Profikarriere. Ja, total. Ne? Du darfst ja so nichts nehmen. Also du bist ja sehr limitiert, was du an Nahrungsergänzungsmitteln und sonstigen Zeug zu dir nehmen kannst. Und ich war da immer relativ schlecht. Also ich habe, wenn man mir gesagt hat, du musst mehr Magnesium nehmen, dann habe ich das eine Woche durchgezogen und danach hat sich das wieder ausgeschlichen, weil ich da irgendwie nicht der Typ dafür bin. Ich persönlich glaube aber, dass du mit einer gesunden, bunten, vielfältigen Ernährung, also dass du von allem was isst, egal was, von den Kohlenhydraten über Proteine, über Gemüse, Vitamine, Obst, wenn du von allem was hast, glaube ich, kannst du gar nicht ungesund sein. Und nach dem Motto habe ich einfach gelebt und habe mir die ganzen Shakes und alles immer geschenkt. Ist Profisport auf dem Niveau ohne Bewusstsein für Ernährung überhaupt möglich? Schwierig. Ich glaube, wenn du als junger Athlet reinkommst und noch so ein bisschen von deinem Überschuss zehrst und hypermotiviert bist, geht es sicherlich schon noch. Aber der Athlet verändert sich im Laufe der Jahre und jeder wird irgendwo professioneller und der Körper, irgendwann sind auch die Trainingsmengen dann erreicht und du kannst gar nicht mehr so viel draufsetzen und dann musst du einfach smarter werden. Und da gehört dann die Ernährung auf jeden Fall ganz, ganz groß dazu. Hast du Unterschiede gespürt in deiner Performance? Ja, konntest schon. Konntest du es aufs Essen schieben? Oh, gestern fetter Burger, war wohl nicht so gut mit den Chips dahinterher. Nee, oder? Das nicht. Nee? Das ist eher so ein Körpergefühl.
ich glaube, wenn das Ausnahmen sind, also wenn du jetzt mal einen Burger isst und am nächsten Tag einen Wettkampf läufst, glaube ich, merkst du nichts. Wenn du das jetzt natürlich jeden Tag machst, merkst du es irgendwann schon. Glaube ich. Also alles ist erlaubt, alles ist okay. Es gab zum Beispiel Athleten, die haben wirklich den ganzen Winter keine Süßigkeiten gegessen, wo ich mir gedacht habe, wow, wie haltet ihr das durch? Aber die waren halt einfach der Meinung, dass der Zucker schädlich für die Leistung ist. Und die haben dann keine Süßigkeiten gegessen. Und ich mag schon gern Süßigkeiten, vor allem Schokolade oder auch mal ein gutes Stück Kuchen. Und für mich war das wichtig für meine Seele. Also ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Ansatz. Ich lebe nach wie vor davon, dass man einfach von allem alles essen sollte, aber halt bewusst und in Maßen. Was würdest du sagen, wie groß ist die Gefahr, eine Essstörung zu entwickeln, wenn man immer wieder über Ernährung nachdenkt? Ich glaube, die ist riesig. Als Sportler. Ich glaube, die ist wirklich groß. Und ich würde auch sagen, dass jeder, der in diesem Leistungssport drinnen ist, irgendwo ein kompliziertes Verhältnis zum Essen hat. Ich würde es nicht sagen gestört. Das haben sicherlich auch ganz, ganz viele. Aber ich glaube, dass es nicht einen einzigen Athleten gibt, der nicht über die Ernährung nachdenkt. Also allein schon, weil man ja irgendwie für sich das Beste machen möchte und schon dann darauf achtet, okay, Kartoffeln, da kriege ich auf Bauchweh, dann esse ich jetzt lieber keine Kartoffeln. Und allein das ist ja schon dann irgendwo ein angestrengtes Verhältnis zum Essen. Deswegen glaube ich, dass jeder, der Leistungssport betreibt auf diesem Niveau, irgendwo einfach ein kleines angestrengtes Verhältnis zum Essen hat. Bei den meisten reguliert sich's und verschwindet auch wieder, wenn die mit dem Leistungssport fertig sind. Und bei ein paar bleibt's halt. Essstörungen sind natürlich auch ein Riesenthema. Ja, ja, also wenn man über Ernährung spricht, dann redet man ja auch immer gerne über diejenigen, die zu viel essen, die zu wenig essen, ja, ne, die auch ein schwieriges Verhältnis zu dem Thema haben. Es ist ja auch ein Thema, was viele junge Menschen betrifft, eine Essstörung, ob sie nun im Sport sind oder auch nicht im Sport sind, ne? Was wären denn da deine Tipps auch für Mütter, die auch sportliche Kinder haben, wo sie merken, ah, die drehen sich jetzt gerade so um Ernährung, ne? Irgendwie was sofort Performance eingreifen angeht, so, da muss ich irgendwie, was sind da Warnsignale? Ja, du sagst es, das wird auf einmal ein Thema. Man sieht sein Kind beim Esstisch und es schiebt auf einmal die Kohlenhydrate zur Seite und isst da nicht mehr so viel. Oder normalerweise hat das Kind nach dem Training 2 volle Teller mit allem gegessen und auf einmal ist es so gefühlt nur noch ein halber Teller. Das sind die ersten Warnsignale. Vor allem in der Pubertät ist es, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Es gibt viele Sportarten, die sehr körperfigurbetont sind, wo dann auch einfach nur mal die Aussage vom Trainer reicht, du, das Nutella-Brot bitte jetzt nicht, weil der Turnanzug oder was auch immer sollte vielleicht noch gut passen. Mädels müssen sich vor anderen wiegen. Das sind alles so Sachen, die können echt gefährlich werden. Und ich persönlich würde mir einfach da mehr Sensibilität wünschen, gerade auch von Trainern, Betreuern, dass man mit dem ganzen Thema einfach anders umgeht. Und vor allem, man merkt, glaube ich, relativ schnell, dass ein Kind sich in eine andere Richtung dreht, dass da vielleicht ein Thema draus werden könnte. Und dass man einfach als Mama sofort den Mut hat und zu sagen, hey, du, pass auf, was ist denn los mit dir? Bitte red ehrlich mit mir, dann kann ich dir auch helfen. Und ja, wenn dann ein Kind eben daherkommt und sagt, du, pass auf, Mama, ich glaube, ich bin 1-2 Kilo zu schwer, dass man dann auch sagt, weißt du was, wir machen das jetzt richtig, wir holen uns professionelle Hilfe. Oder wenn man sich selber gut auskennt mit dem Thema, dass man dem Kind einfach auch wirklich ordentlich erklärt, was passieren kann, wenn man eben keine Kohlenhydrate mehr isst, dass die Leistung abfällt, dass man irgendwann zwar seine gewünschten 2 Kilo weniger hat, aber dass ganz schnell aus 2 Kilo auch 10 Kilo werden und man in einer tiefen Essstörung steckt, dass man einfach versucht, den Weg gemeinsam zu gehen, dass man eine Hand ausstreckt und sagt, ich bin da, ich helfe dir, wir machen das richtig und das Kind quasi sieht mit seinem Problem, ob es jetzt wirklich da ist oder nicht, aber sagt, ich helfe dir, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil viele dann auch daherkommen und sagen, du, pass auf, find nicht, dass du zu dick bist, so ein Schmarrn, red dir doch das nicht ein. Und ich glaube, das treibt solche Kinder, Jugendliche, vor allem auch die Mädels, noch mehr in diese Richtung. Und wenn man sie ernst nimmt und sieht und ihnen auf Augenhöhe begegnet und sagt, pass auf, das ist mir wichtig, ich verstehe dich, ich stehe hinter dir, ich helfe dir, glaube ich, fühlt sich ein Kind gleich ganz anders aufgenommen und verstanden. Und die Chance, dass es dann wirklich letzten Endes in eine krasse Essstörung abdriftet, ist vielleicht nicht mehr ganz so groß. Und das betrifft ja nicht nur jetzt Kinder, die sportlich aktiv sind. Gar nicht. Das betrifft ja jeden. Jeden im Grunde, auch Erwachsene. Ich meine, mir ist schon unangenehm, wenn ich beim Skifahren, wenn der wissen will, ne, wenn der mir die Bindung einstellt, wenn ich mir die Ski geliehen habe. Ja. Und dann brüllt er durch den ganzen Laden, wie viel wiegst du denn? Genau. Aber warum eigentlich? Mach ich immer 5 Kilo weniger. Aber warum ist man so? Also, was es ist doch eigentlich. Brech mir noch die Haxen deswegen, weil ich nicht zugeben will. Und eigentlich ist es total egal. Also, es ist völlig egal, es ist eine Zahl auf der Waage und jeder strebt immer so danach und denkt sich so, ach, 1-2 Kilo weniger würden mir gut stehen, aber die 1-2 Kilo sieht von außen gar niemand und man beschäftigt sich selber aber permanent damit und das ist so schade, wenn man irgendwie vergisst zu leben.
Also ich habe mir vorgenommen, dass ich niemals mich vor den Spiegel stelle und sage, oh, meine Hose zwickt oder ich muss weniger essen oder keine Schokolade vor meinen Kindern. Kann ich mir ja trotzdem denken, wenn ich das möchte. Aber ich möchte auch ein Vorbild sein. Und wenn ich dann jetzt schon so anfange, das übernehmen die Kinder ja dann auch. Vor allem, ich habe auch zwei Mädels. Das, finde ich, ist ein falsches Signal. Und ich glaube, da müssen wir eigentlich, wir Erwachsenen, bei uns anfangen und sagen, hey, ich bin gut, so wie ich bin. Und es ist total egal, ob ich jetzt 50 Kilo oder 70 Kilo wiege oder 75. Ich fühle mich wohl und ich bin ein toller Mensch und ich bin ein ausgeglichener Mensch. Ich glaube, da können wir wirklich tolle Vorbilder sein. Und ja, dieses ganze Social Media, ich glaube, diese Cover-Shootings und so weiter, so sehen die auch nicht aus. Also ich glaube, die ganzen Filter, hier nochmal ein bisschen weniger Falte, genau. Da kein Pickel und hier ein bisschen dünner. Ne? Echt schlechte Vorbilder und ich finde, sowas sollte eigentlich, so Filter und so sollte eigentlich verboten gehören. Das eine ist ja letztlich das Vorbild, was ich habe, ne? Und das Körpergefühl, was ich habe. Das andere ist ja die Hardware, also das Essen selber. Genau. Ne? Wenn man sich hier unverarbeitete Lebensmittel aus dem Garten nimmt, dann kann man wahrscheinlich nichts falsch machen in keiner Beziehung. Nein, absolut. Aber wenn wir im Supermarkt stehen und einkaufen gehen, dann sind wir natürlich auch konfrontiert mit verarbeiteten Lebensmitteln, ne? In denen dann auch versteckte Zucker drinstecken, auch viel Salz, auch gerade in Kinderprodukten. Stehst du als Ernährungsexpertin, so bezeichne ich dich jetzt mal, weil du weißt viel über das Thema aus eigenem Erleben und weil du studiert hast, stehst du manchmal an der Supermarktkasse und würdest am liebsten Dinge, die derjenige oder diejenige vor dir im Supermarkt drin hat, mit zwei Kindern an der Hand, wieder rauspacken? Ja, total oft. Ich denke es mir wirklich oft und es ist so schade, weil aber auch die Informationen falsch sind. Also ich will jetzt da kein Produkt in die Pfanne hauen oder so, aber wenn dann da heißt, die extra Portion Milch, die mit drinnen ist oder diese Cerealien hier, die sind total gesund und du drehst einfach die Packung um und das ist nur Zucker drin. Die erste Zutat ist Zucker, da ist nicht mal irgendwie Vollkorn-Haferflocke die erste Zutat, sondern Zucker. Das muss ich mir doch einmal, also ich muss mir, glaube ich, einmal als Mama die Zeit nehmen oder Papa, die nehme ich da jetzt nicht raus, und durch den Supermarkt meiner Wahl gehen, wo ich immer einkaufe und mir die Produkte anschauen, die ich kaufe. Ich glaube, das muss man einmal in Ruhe machen und sich wirklich bewusst dahinstellen und sagen, okay, pass auf, hier gibt es 10 Müsli-Packungen. Wow, 8 davon sind wirklich Schrott. Und 2 gibt es, die sind echt okay oder gut. Aber man kann sein Granola zur Not auch selber machen, gell? Das kann man auch. Und viele haben die Zeit nicht, verstehe ich, aber es gibt tolle Produkte auch im Supermarkt, die du finden kannst. Nur stehen die halt meistens nicht auf Augenhöhe, sondern du musst ein bisschen suchen. Und es ist so schade, dass man so in die Irre geführt wird, auch mit diesen ganzen A, B, C, D, E, Nutri-Score-Bezeichnungen. Das sind Produkte ausgekennzeichnet mit A, wo du dir denkst, super, das kann ich ja essen, das ist richtig gut für mein Kind. Und dann schaust du hinten drauf und denkst, es dürfte maximal eigentlich eine E haben. Okay, du hast die Zeit und auch das Wissen, dir das anzugucken, das haben ja viele gar nicht. Ne? Nee, aber ich finde, das ist was. Diese Zeit, diese Stunde, das ist nur eine Stunde, nicht mal wahrscheinlich. Und ich meine gar nicht die Zeit, ich meine das Wissen. Also du hast das Wissen, das zu beurteilen. Also ich wüsste jetzt auch nicht so richtig, worauf ich achten muss. Klar, wenn Zucker ganz vorne steht, weiß man, ist relativ viel drin. Ne? Aber allein diese ganzen verschiedenen Worte, die kein Mensch versteht. Saure Gurken, Essiggurken. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Marken es davon gibt. Aber es gibt tatsächlich ein Glas Essiggurken, wo wirklich Essiggurken, Salz, Branntweinessig und sonst nichts drinnen ist. Und es gibt das Glas, das direkt daneben steht und genauso toll ausschaut, da ist die erste Zutat Zucker. Das ist einfach sowas, einmal sich die Zeit nehmen und schauen, okay, Essiggurken oder ich, was auch immer ich gern mag, Leberwurst. Es gibt Leberwurst, da ist total viel Zucker drin und es gibt eine Leberwurst, die ist wirklich pur. Und das muss man sich halt einfach auf die Produkte, die man mag, einmal anschauen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und dann hat man auch gleich ein ganz anderes Gefühl für den Einkauf. Und welchen Tipps kannst du Müttern geben oder Vätern, die Kinder haben, die dann schreiend vor dem auch. Joghurtregal liegen, trommelnd mit Armen und Beinen. Ja. Ich will aber Fruchtzwerge oder ich will aber dieses und dieses. Mit den Smarties drin, den lieben meine auch. Ja, bitte. Was machst du dann oder welchen Tipp kannst du geben? Kaufen. Einfach einen kaufen. Einen Joghurt kaufen. Aber sagen, okay, pass auf, du darfst dir eine Sache aussuchen in diesem Supermarkt. Das mache ich immer bei meinen Kindern. Die wissen, wenn sie mit einkaufen gehen und sich einigermaßen halbwegs zivilisiert aufführen, dürfen sie sich eine Sache aussuchen. Was das ist, ist mir völlig wurscht. Also da kann von der Brombeere bis zum Smarties-Joghurt alles dabei sein. Und ist es lustigerweise auch. Also den einen Tag nehmen sie wirklich irgendein Obst oder Gemüse, wo dann halt auch mal die Mango mit rausspringt. Und den anderen Tag nehmen sie sich ein Eis. Und das ist voll in Ordnung.
Ich finde, da sollte es auch kein Verbot geben. Es sollte jetzt halt nicht den Joghurt im 20er-Pack gekauft werden, dass das Kind die nächsten 2 Wochen morgens, mittags, abends diesen Joghurt essen kann, sondern dann kauft man bewusst diesen einen Joghurt und das kriegt das Kind dann auch. Aber in dem Bewusstsein, dass das jetzt was Besonderes ist und dass es eher ein Nachtisch ist und dass es nichts Gescheites ist. Also, dass es halt eben keine Alltagsmahlzeit sein sollte. Mhm. Weil verbieten, glaube ich, bringt gar nichts. Ja, und es erhöht wahrscheinlich noch die Begehrlichkeit. Genau. Ne? Ja. Dann will man es erst recht. Ja, und ich habe gemerkt, wenn ich das meinen Kindern, also wie gesagt, die wünschen sich mal diesen Smarties-Joghurt und dann kaufe ich den auch. Und dann essen sie den und beim nächsten Einkauf wollen sie nicht den Smarties-Joghurt, sondern wollen irgendwie was anderes. Mhm. Ja gut, wenn man solche Kinder hat. Nein, also das liegt glaube ich nicht, dass die jetzt irgendwie toll erzogen sind, überhaupt nicht. Also gar nichts. Würde ich auch niemals sagen, weil meine Kinder sind sehr, oder unsere Kinder sind sehr wild und alles. Das sind halt richtige, ganz normale Kinder. Aber die haben das gelernt, weil wir das von Anfang an so gemacht haben, dass es sich auch für nichts bringt und dass ich nicht jedes Mal den Smarties-Joghurt kaufe, aber dass sie ihn immer mal wieder bekommen. Und dann ist es auch in Ordnung für die. Wie wichtig ist denn Bewegung für Kinder? Gesunde Ernährung ist ja das eine oder ein Bewusstsein für gesunde Ernährung. Eine gute Mischkultur, nicht nur im Kinderzimmer, sondern auch im Kühlschrank. Ja. Was würdest du sagen, wie viel Bewegung ist richtig? Boah, ich finde das total schwierig abzuschätzen in der Zeitangabe, aber jeden Tag raus. Also bei mir ist mein Manko, mindestens 1 Stunde müssen wir jeden Tag auch bei schlechtestem Wetter draußen sein, weil das einfach Körper, Geist und Seele gut tut. Gestern war so ein Tag, ich hatte es nur geregnet und es war so ein richtiger Durchhängesonntag für alle. Wir waren 1 Stunde draußen, die Kinder sind mit den Radeln durch die Pfützen gefahren und hatten den größten Spaß und danach war auch die Stimmung und die Laune bei allen gleich viel besser. Ja, es hat so einen Einfluss, oder? Ja. Auf das Wohlbefinden. Gerade wenn man in der Natur, finde ich, sich bewegt. Die Kinder regenerieren sich irgendwie wieder, die können sich auspowern, die sind danach auch mit sich selbst wieder zufrieden. Ja. Und das merkt man dann halt schon in so einem Familienalltag. Das stimmt. Dein Mann Felix hat vor 4 Jahren die Felix-Neureuther-Stiftung gegründet, die Bewegung und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen fördert. Es ist seine Stiftung, aber du darfst jetzt gerne ein bisschen Werbung dafür machen. Das stimmt. Nein, er hat eine ganz, ganz tolle Stiftung. Es sind auch mittlerweile, ich glaube, über 600.000 Kinder, die von dieser Stiftung betreut werden in Schulen, Kindergärten und Kitas und einfach wieder mehr zur Bewegung gebracht werden sollen. Das ist toll. Also ich bin da absolut dahinter. Er ist sehr, sehr viel dafür unterwegs. Aber es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Und auch mir, Kinder müssen raus sich bewegen. Die sollen nicht vor einem iPhone oder vom Fernseher sitzen den ganzen Tag. Das macht ja was mit dem Kind, oder? Das wird unzufrieden, launisch. Es nimmt vielleicht zu, weil es halt einfach sich nicht bewegt. Die können sich gar nicht wohlfühlen. Und ein Kind, das läuft, das draußen ist, das springt, das schwimmt, das irgendwie merkt, okay, ich kann hier mich auspowern, ich kann meine Grenzen finden. Ich glaube, das ist auch einfach mit sich selbst mehr zufrieden und im Reinen und ist vielleicht dann auch in der Schule konzentriert. Da kann besser die Hausaufgaben machen. Also wie gesagt, Bewegung ist ein riesengroßes Thema. Und ich kann nur alle Eltern darauf hinweisen, bitte, bitte, bitte geht raus mit euren Kindern oder schickt sie selber raus in den Garten oder was auch immer, aber bewegt sie einfach. Es tut allen gut. Das Bewegungsprogramm deines Mannes heißt Beweg dich schlau mit Felix Neureuther von der Felix Neureuther Stiftung. Und wie eine Stiftung funktioniert, darüber hat der ein oder andere sicher schon mal etwas gehört. Aber welches Konstrukt sich hinter einem Sozialunternehmen verbirgt, das erfahren wir jetzt. Acker ist nämlich so ein sogenanntes Sozialunternehmen. Und weil Acker-Gründer Christoph Schmitz heute nicht dabei sein kann, habe ich mich schon im Vorfeld mit ihm zusammengesetzt und ihn genau dazu befragt. Hier kommt unsere Rubrik Tiefer graben mit Acker. Tiefer graben mit Acker. Hallo Christoph. Hallo Judith. Christoph, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Wort Sozialunternehmen möglicherweise einigen geläufig ist, aber vielleicht haben auch einige überhaupt keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Also was ist ein Sozialunternehmen? Sozialunternehmen treten an, um gesellschaftliche Probleme auf unternehmerische Art und Weise zu lösen. Ja, und man kann sie ungefähr zwischen Politik und der klassischen Wirtschaft ansiedeln. Ja, die klassische Wirtschaft kümmert sich um solche Probleme nicht, weil sie einfach nicht genügend Kapital herausschlagen kann. Und die Politik ist nicht agil genug, um diese Probleme wirklich lösen zu können. Und da kommen genau Sozialunternehmen rein, die eben sehr agil arbeiten und eben trotzdem die Werkzeuge der klassischen Wirtschaft nutzen, um diese großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen. Sind Sozialunternehmen dann sowas wie NGOs, also Nichtregierungsorganisationen?
Viele Sozialunternehmen sind gemeinnützig, aber von der Art und Weise, wie sie arbeiten, unterscheiden sich doch sehr von NGOs, die eher auf Spenden basiert, versuchen auch eher Symptome zu lösen als wirklich die Ursachen. Und wir versuchen als Sozialunternehmen wirklich an die Wurzel des Problems zu gehen, was oftmals auch ein bisschen der mühseligere Weg ist, aber eben auch so ein Problem systemisch zu lösen. Das ist schon unser Anspruch. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich NGOs, man kann das gar nicht gegenüberstellen, was jetzt besser ist, sondern NGOs erfüllen natürlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, weil viele Probleme einfach ja, systemisch erstmal gar nicht kurzfristig lösbar sind. Und da müssen wir einfach als Gesellschaft auch direkt an die Symptome ran und auch direkt helfen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass es NGOs gibt. Aber wir als Sozialunternehmen versuchen eben ein bisschen langfristiger an die Wurzel des Problems. Als ihr angefangen habt, ne, wart ihr da so ein soziales Start-up? Also, wir sind immer noch ein soziales Startup. Ihr seid immer noch ein soziales Startup, weil diesen Begriff habe ich neulich gelesen, dass es jetzt auch immer mehr soziale Startups gibt in Deutschland. Also seid ihr ein Beispiel dafür? Absolut. Also wir sind ein soziales Startup, weil für mich hat die Startup-Definition sehr viel mit dem Mindset zu tun, nicht mit der Größe. Wir sind jetzt zwar insgesamt schon über 200 Mitarbeitende, aber das Mindset eines Startups ist noch sehr stark bei uns drin und das versuchen wir auch beizubehalten, trotz aller Standardisierung, die wir natürlich auch mit der Größe auch immer mehr bekommen haben. Und ich finde, es braucht viel, viel mehr sozialer Startups, auch im Vergleich zur klassischen Wirtschaft. Da sind wir noch viel zu sehr in der Nische drin. Und ich hoffe, dass wir in 10, 15 Jahren, genauso wie wir einige Unicorns in Deutschland kennen, auch einige soziale Unternehmen kennen, die es einfach auch geschafft haben, einen systemischen Wandel zu initiieren und das wirklich aus der DNA eines Sozialunternehmens heraus. Was ist denn das Mindset eines sozialen Startups? Eben sehr agil zu arbeiten, sehr wirkungsorientiert. Das ist auch das, was uns von einem klassischen Startup unterscheidet. Sehr werteorientiert. Also wir haben sehr, sehr feste Werte, die wir versuchen auch in den Entscheidungen immer zu berücksichtigen. Und gleichzeitig eben auch wirklich unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Kriterien aus meiner Sicht. Und wie ist da die Balance? Also ihr habt ja das soziale Moment, ihr wollt Wirkung erreichen und trotzdem müsst ihr natürlich auch irgendwie betriebswirtschaftlich sinnvoll ja wirtschaften, weil ihr auch unternehmerisch denkt. Ist das leicht in Einklang zu bringen? Gibt es da manchmal widerstreitende Interessen? Ja, also es ist immer auch ein Trade-off und es sind auch immer wieder schwierige Entscheidungen zu treffen, gerade vor diesem Hintergrund. Aber für uns ist immer die Wirkung das Allerwichtigste. Also wir versuchen immer die Wirkung nach vorne zu stellen und gleichzeitig natürlich auch zu schauen, es muss am Ende unternehmerisch funktionieren. Aber wir würden jetzt nicht irgendwie ein Projekt anfangen, nur weil es sich unternehmerisch lohnt, aber keine Wirkung erzeugt. Dann passt das einfach nicht zu uns. Dann müsste man es woanders machen, in einem ausgegründeten Startup oder so. Sondern für uns ist die Wirkung einfach nicht verhandelbar. Und gleichzeitig müssen wir schauen, dass es eben auch wirtschaftlich langfristig funktioniert. Und da braucht es eben viel kreativere Geschäftsmodelle, als es vielleicht in der klassischen Wirtschaft der Fall ist. Ich versuche mal eine Zusammenfassung und du sagst mir, ob ich richtig zugehört habe. Ja? Ich würde jetzt sagen, Sozialunternehmen nutzen die Methoden der freien Wirtschaft und wenden sie auf gesellschaftlich relevante Probleme an, immer vor dem Hintergrund, ich will eine Wirkung erzielen. Also die perfekte Kombination aus zwei Welten. Richtig zusammengefasst? So kann man sagen. Sehr gut. Vielen Dank, Christoph. Schön, dass wir uns einig sind. Danke für das Gespräch. So, und während Christoph uns jetzt erklärt hat, Miriam, was ein Sozialunternehmen ist, hat der Nachbar angefangen, den Rasen zu mähen. Ja. Deswegen nur noch schnell die Frage, weil ich glaube, es wird sonst zu laut. Hast du was gelernt heute im Podcast? Ja, auf jeden Fall. Einige Dinge mitzunehmen, vor allem das mit dem Mangold, werde ich gleich ausprobieren, wenn es den wieder gibt. Und ja, freue ich mich drauf. Ich werde dein Salbei-Rezept nachkochen. Ja. Bin ich gespannt, wie es dir schmeckt, musst du mir dann sagen. Und man wird mich jetzt immer in Supermärkten sehen, wie ich mir die Inhaltsangaben von Müsli-Packungen durchlese. Ja, aber wirklich, also es ist echt einfach nur so ein kleiner Tipp. Schaut euch einmal an, was drinnen ist. Wirklich einmal reicht, weil du weißt es ja dann und du findest dann dein Produkt. Und dabei bleibt man dann ja auch meistens. Das ist jetzt nicht jedes Mal, dass man irgendwie 3 Stunden braucht, um durch den Supermarkt zu kommen. Die Zeit hätte ich auch gar nicht und vor allem auch nicht den Nerv mit den Kindern. Aber ich habe es mir halt einmal in Ruhe angeschaut, was wir so essen und ja, bin damit eigentlich ganz happy. Ich finde es großartig. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir mit diesem Podcast in deinen Garten kommen durften, dass du uns sehr eingeladen gerne. Hast. Also mich, ne, das Team und die Hörerinnen und Hörer ja auch. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und die Einladung. Grüß Felix und die Kinder. Das mache ich auf jeden Fall. Und grüß den Schwiegervater. Das mache ich. Den kenne ich nämlich auch. Er freut sich, wenn er von dir hört.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Acker-Podcast auf dem Acker. In 2 Wochen stehen wir auf einem anderen Acker und treffen einen neuen Gast zum Gespräch über Gemüse und Nachhaltigkeit. Wer das sein wird, das erfahrt ihr in der Acker-Community auf Instagram. Am besten, ihr folgt dem Kanal jetzt direkt, dann verpasst ihr auch nichts. Abonniert diesen Podcast auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Ihr könnt auch schreiben an podcast@acker.co. Und wenn ihr Lust habt, Acker oder diesen Podcast live zu erleben, dann kommt am 29. oder 30. August in die Malzfabrik in Berlin zum großen Acker-Jubiläumsfest. Am 30. August werde auch ich live dabei sein. Wir werden nämlich einen Live-Podcast auf der Bühne aufnehmen. Mehr Infos dazu bekommt ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Und tschüss. Und übrigens, jetzt, wo wir fertig sind, hat der Nachbar wieder aufgehört mit dem Rasenmähen. Aber gut, so ist es. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Auf dem Acker ist eine Produktion von Pool Artists und Acker. Idee, Projektleitung und Redaktion Acker, Linda Krieg und Ronja Auerbacher. Redaktionelle Mitarbeit Acker, Christoph Schmitz und Thomas Gladys. Executive Producers, Pool Artists, Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists, Paula Georgi. Redaktionelle Beratung, Lisa Hertwig. Aufnahme, Jona Rösch und Charlotte Steinbach. Postproduktion, Maria Swidrig und Christian Küker.